Willkommen zur Zusammenfassung des Venator RPGs, diesmal von Kapitel 11, Karaskalat. Link zum Wiki ist wie in meiner Videobeschreibung sowie zu den Sessions, die wir aufgenommen und hochgeladen haben. Fangen wir an. Session 81, Treffen mit der Nanet. Die Menschenmenge, unter denen viele Kranke waren, beschwerte sich lautstark bei Anhängern der Kirche, die versuchten, die Menge zu beruhigen und ihnen zu erklären, dass keine Ressourcen für die Heilung der Kranken mehr vorhanden seien. Enttäuscht machte sich die Gruppe zum Sitz der Enil auf, um dort die Nanet zu treffen und um Heilung zu erhalten. Doch wurden sie vor den Toren des großen Turms von Wachen aufgehalten und nicht durchgelassen. Alles Überredungskunst half nicht, sodass Kestus beschloss, zurück zur Kirche zu gehen, wo aus Catherine und Lukas Burnte, die am Tor warten sollten, zu beobachten, und Sarai verwandelte sich in einen Vogel und flog in das Turmfenster des Gebäudes hinein. Während Rose beobachtete, wie eine mysteriöse Elfe mit weißem Mantel, von denen sich die Wachen tief verbeugten, mit Catherine und Lukas sprach und Catherine offensichtlich heilte, um danach ins Innere des Turms zu gehen, erkundete Sarai den riesigen Gebäudekomplex, der aus mehreren Anlagen bestand, und kam in eine Wartehalle. Dort erinnerte sie sich daran, dass sie ein Schreiben von der Enil Mariona Erik bei sich hatte, was sie vorzeigen ließ. Kurz darauf bekam sie eine Audienz bei der Nanet und wurde zu Jena geführt. Im Raum der Nanet stand nicht nur ein Weltentor, sondern es befanden sich zwei Personen an einem großen Rundtisch. Zum einen eine bildhübsche Elfin namens Adlana Greenshine. Die ein Geweih trug und voller Blumen war, sowie eine alte Orkin, die sich als Nanet zu erkennen gab. Sarai begann ihre Erzählung, doch wurde sie recht schnell von der Nanet unterbrochen, um den Rest der Gruppe und des Rats zu holen. Während der Wartezeit trank Sarai mit der Nanet Bier und spielte Kniffel. Als nun alle vollständig waren, erklärte die Nanet die Struktur der Enil. So gäbe es vier Gruppen von Enil. Feridir, die Jäger menschlicher Magie und die Polizisten Arkadias. Fahl, die auf Heilung spezialisiert waren. Arist, die sich mit der Forschung und der Entdeckung befassen. Und Ursblir, die sich mit der Diplomatie mit und zwischen den verschiedenen Rassen befassen. Der Rat der Enil, bestehend aus den Anführer aller vier Gruppen, sowie der Nanet als Vorsitz, berät sich in Sachen der Anil. Vorstehend für die Zahl saß Adlana Greenshine im Rat. Für die Feridir der Arakokwa Karak. Für die Ursblir der Elf Fenkan. Und für die Arist der Gis Sharuk. Sarai berichtete von all ihren Abenteuern und der Gefahr, die von Obsidian drohte, und zeigte dem Rat das Siegel, das sie nach Arkadia mitnahm. Auf Bitte der Nanet überließ Sarai das Siegel Sharuk zur Untersuchung. Die Nanet wollte weiter mit der Gruppe zusammenarbeiten, um mehr über Obsidian herauszufinden und der möglichen Gefahr vorzukommen, sodass sie ihnen einen silbernen Stern der Wächter geben wollte, was zum Unmut im Rat führte, da keine Menschen je Teil der Enil-Gemeinschaft waren. Jedoch konnte ein Kompromiss gefunden werden. Seit mehreren Wochen würden sich in Karaskalat Menschen krank und wahnsinnig werden, sowie Magie wirken. Wo bin ich denn jetzt? Weswegen die Feridir sich um die Angelegenheit kümmern sollten, was bisher aber nicht zu Ergebnissen führten. Würde die Gruppe eher den Fall lösen, würden sie einen silbernen Stern erhalten. Bevor sie nun aufbrachen, fragte Sarai wegen ihrer Vision mit der Stadt im Schnee nach und erfuhr, dass es sich bei der Stadt wohl um Walgrund oder Glodenau handeln würde. Zudem entschied Lukas Burnte sich, dass er sich bei den Enil zum Wächter ausbilden lassen würde, und verließ die Gruppe. Auch hierfür gab die Nanet die Erlaubnis, auch um Karak zu provozieren. Doch zunächst wurde Catherine nach Hause gebracht, wo sie von ihren Bediensteten begrüßt wurde. Trotz aller Hindernisse gab sie der Gruppe und sogar Rose die komplette Bezahlung und bot ihnen, die Pferde bei ihr unterzustellen. Sie verabschiedeten sich tränenreich und mit kryptischen Aussagen von Kestus und verschwand weinend im Haus.
Schulterzuckend ging Kestus mit Sarai und Rose mit, neue Ausrüstung zu erwerben, und so kaufte er sich ein neues Schwert. Rose sich einen Ring of Protection und eine Flöte, und um Fledermäuse zu beschwören, und Sarai sich diverse Tränke sowie einen neuen magischen Ring. Voll ausgerüstet machte sich die Gruppe nun auf, den Fall zu lösen. Session 82 in den Slums. Zusammen machte die Gruppe sich auf, den Ursprung des braunen Pulvers ausfindig zu machen. Ihr erster Anhaltspunkt waren die Slums, vor allem der heruntergekommenen westlichen Bereiche, die Favela-artig aussahen. Als sie durch die Gassen liefen, hörten sie eine laute Explosion, und am Ort des Geschehens sahen sie einen Feredir mit zwei Wächtern, die einen Mann abführten. Der Feredir behauptete, der Mensch hätte Magie gewirkt und sei irre geworden. Dabei bemerkte Rose einen Mann, der sie beobachtete, und folgte ihm. Dieser lockte sie in eine etwas ruhigere Gasse und wollte ihr braunes Pulver verkaufen. Rose schlug ihn K.O., raubte ihn aus, just in dem Moment, als aus einem ziemlich merkwürdigen Haus eine andere Explosion folgte und merkwürdiger Dampf aus dem Schornstein kam. Sarai in ihrer Eulenform flog ins Haus, sah sich um und erkannte einige schräge Apparaturen und Waffen. Sie erbaten um Einlass, und eine ältere, durcheinander wirkende Gnomin namens Senti öffnete die Tür. Sie schien besonders von Kestus Waffe begeistert zu sein und überließ er ihr diese, damit sie diese modifizieren konnte. Jetzt kann ich euch die Waffe auch endlich zeigen. Jetzt würfel ich schon wieder. So. Wo kann ich an? Ja, kann man so halbwegs erkennen, oder? Ja, kann man erkennen. So ein Schrotgewehr mit einer Axt vorne dran. Währenddessen verhörten die anderen Hurik den Mann, den sie K.O. geschlagen hatten, und jener gab unter Schmerzen zu, so schoss Sentry ihm mit einer Schusswaffe ins Bein, dass er das Pulver, es hieß Sude, von Will, dem Inhaber von Wills wunderbare Waren, erhielt. Die Gruppe machte sich auf, diesen Laden im Geschäftsviertel aufzusuchen. Dort fanden sie ein etwas ungepflegtes Gebäude mit einer verschlossenen Tür. Rose brach ein, und dank eines gefundenen Fingerblades konnte sie eine Hintertür öffnen und einige außergewöhnliche Potions sowie Unterlagen zum Drogenhandel finden. Zudem bemerkten sie Schleifspuren am Boden, und als sie einen Tisch vorschoben, fanden sie eine Öffnung, die in den Keller führte. Trivia! Aufgrund eines Foundry-Fehlers bei einer Map ging die Session nur 1,5 Stunden. Session 83. Wills Keller. Man merkt, wenn ich eine Map selber mache, ne? Gemeinsam schlichen sie durch den verbohnerten Keller, bis sie zu einem größeren Raum kamen, in den mehrere heruntergekommene süchtige Pulver durch die Nase zogen. Die Gruppe versuchte, sie zu täuschen, doch schließlich schmissen sie ihr braunes Sude in eine Ecke des Raums und gingen weiter den Keller entlang. Dort öffneten sie unvorsichtig eine Tür und lösten einen Alarm aus. Im Raum selber befanden sich mehrere Holzfässer, die mit Rohren verbunden waren, sowie ein Alchemist mit zwei Alchemist-Archern. Es entbrannte ein Kampf mit der Gruppe, wobei vor allem die alchemistischen Pfeile der beiden Archern große Schaden verursachten. Währenddessen bemerkten auch die Süchtigen die Unruhe, machten sich auf einzugreifen, doch wurden sie von einem Feuerball Sarais zu Asche verbrannt. Schließlich konnte Rose auf die Gesichter der Feinde eindreschen, ehe Kestus die Feinde brutal spaltete. In den Fässern selber fanden sie neben brauner auch rote und blaue Flüssigkeit. Am Ende des Kellers traten sie durch eine Doppeltür und wurden von den ganzen Substanzen in der Luft schummrig. Mit schwerem Kopf stellten sie sich zwei weiteren Archern sowie einen Goblin-Alchemisten, der mit blutunterlaufenden Augen und Pulver unter der Nase sich der Gruppe stellten. Der Kampf war ein Déjà-vu des vorherigen Kampfes, und am Ende war die Gruppe abermals siegreich. Während die schwer verwundeten Kestus und Rose ihre Wunden versorgten, untersuchte Sarai den Raum und fand von roten, braunen und blauen Sude, das sie mitnahm. Beim Rückweg entdeckten sie eine weitere Tür, hinter der sie zwei weitere bewusstlose Süchtige liegen sahen, sowie mehrere gefesselte Menschen, die als Testobjekte für Sude dienten. Sie versprachen den Menschen Hilfe, und Rose brachte unbemerkt die beiden bewusstlosen Süchtigen um. Zurück beim Sitz der Eniel erzählten die Gruppe der Nanet alles, was sie herausgefunden hatten, und gaben ihr die Proben von Sude. Entsprechend bekamen sie das silberne Abzeichen der Wächter, und die Nanet versprach, den Rat einzuberufen, was jedoch 2 bis 3 Tage Zeit in Anspruch nahm. Session 84, schützt die Stadt. Kestus und Rose verbrachten die Zeit damit, durch die verschiedenen Tavernen der Stadt zu gehen und sich mit Glücksspiel und Speisen zu vergnügen, während Sarai sich in der Bibliothek der Eniel einnistete und Werke zu Venatoren und Phönix las. So fand sie heraus, dass seit vielen Jahren nur wenige Menschen nur noch nach Arcadia kommen, da diese Arcadia überbevölkern, und andererseits immer weniger Arcadia nach Gaia kommen, da diese dort schlecht behandelt werden sollen.
Des Weiteren erfuhr sie, dass der Phönix wohl ein weibliches Geschöpf sei, das verschiedene Formen annehmen kann und, ähnlich Gaia, Arcadia oder dem Abyss, in einer eigenen Ebene leben solle, was man mit einem Weltentor erreichen könne. Im Zuge dessen lernte sie, dass das stabile Weltentor zwischen Gaia und Arcadia von einem Elf namens Ingal und dem Menschen Heraklit erschaffen wurde. Stabile Weltentore seien fast unmöglich zu errichten. Angeblich würde es aber ein weiteres Tor bei Karas Ma, der Festung der Elben, geben, das in die Feywelt, der Heimat der Elben, führt. Hier unten. Bevor sie nach 3 Tagen abermals zum Rat der Enil gerufen wurden, holte Kessos seine Waffe bei Senti ab, verschwand schnell und ließ sie bedröppelt stehen. Damit verbaute er sich in Zukunft weitere Waffenupgrades. Nachdem Sharuk alle von einer Prophezeiung berichtete, in der es hieß, dass durch die Ankunft der Gruppe wohl die Siegel Arcadias offenbart werden würden, beratschlagte sich der Rat mit der Gruppe über das weitere Vorgehen. Die Nanet ließ Boten in die verschiedenen Königreiche der Rassen aussenden, um diese vor Obsidian und deren Vollstreckern zu warnen, während die Gruppe das Siegel zur Aufbewahrung zurückforderte und es auch wieder bekam. Plötzlich erschütterten Explosionen und Geschreie die Stadt, als die 4 Brücken angegriffen wurden und der Himmel sich rot färbte. Die Ratsmitglieder stürmten hinaus und auch die Gruppe eilte zu einer der Brücken, um zu unterstützen. Auf ihren Weg kamen ihnen kreischende und verwundete Bewohner entgegen, die schutzsuchend ins Stadtinnere flohen, ehe sie auf der Brücke neben Dutzenden an Leichen und verwunderten Kaffars erblickten, die Stadt stürmen wollten. Die Gruppe half den Wächtern, gegen die Kaffar zu kämpfen und selbst eine mächtige Sire of Insanity die schwere Treffer Kessos zufügte, konnte besiegt werden. Da aber weiterhin Kaffar die Brücke entlang stürmten, entschlossen die Helden vorwärts zu stürmen und den Ursprung, möglicherweise einen Dämonenriss, zu finden und zu versiegeln. Am Ende der Brücke angekommen, sahen sie, dass dieser einfach abgerissen war und ein gigantischer Wurm jenes Ende im Maul hielt und aus dessen Inneren Kaffar kam. Plötzlich erhob sich jener und verschlang die Gruppe. Session 85 im Magen der Bestie. Eingesperrt im Maul der Bestie entschied sich die Gruppe, die Speiseröhre hinunterzurutschen, da das Maul sich nicht öffnen ließ. Nach einer wilden Rutschpartie landeten sie im Magen und krachten vor die Füße mehrerer Kaffar, die auf dem Weg waren, die Speiseröhre zu erklimmen. Ein Kampf entbrannte zwischen der ätzenden Magensäure, doch schließlich konnte die Gruppe alle Kaffar töten und sich weiter ins Innere fortbewegen. Zudem fand Rose zwischen den hier liegenden Leichen und Knochen einen seltsamen Edelstein, den sie mitnahm. Als sie sich in den Darm quetschten, sahen sie zur linken Seite einige Fortsätze aus der Wand ragen, weswegen sie sich für den anderen Weg entschieden, aber in eine Art Hund hineinliefen, dessen Haut und Fell verätzt von Knochen hing. Rose ging mit ihm im Nahkampf und wurde plötzlich von einer aus dem Mund rausschießenden Riesenzunge gepackt und ausgesaugt. Kestos beherztes Eingreifen konnte Schlimmeres verhindern, sodass der Hund endgültig das Zeitliche segnete. Weiter den Darm erforschen mussten sie sich durch eine schreckliche Gaswolke kämpfen und weitere Hunde töten. Danach entschlossen sie sich zu rasten, wurden jedoch von einer Gruppe Kaffar gestört, die aus dem Inneren des Darms kam. Nachdem diese erledigt waren, verfolgten sie den Weg der Kaffar zurück, da sie vermuteten, dort den Dämonenriss zu finden. Sie kamen in eine blutdurchtränkte Halle, in der die Kaffars aus einem Dämonenriss traten, sowie eine Sire of Insanity, die den Riss überwachte. Die Gruppe versuchte, sich heimlich in die Kammer zu schleichen, doch Sarai wurde entdeckt und sofort rief die Warlock of the Fiend, es war ein feindlicher Warlock, dass die Kaffar und die Sire of Insanity die Gruppe zerfetzen solle. Während Rose und Kestos gegen die Kaffar und Sire of Insanity kämpften, schaltete Sarai blitzschnell und führte einen Misty Step zum Riss aus. In diesem sah sie Legionen von Kaffar und Zehn, der erstaunt Sarai erblickte und nach ihr griff. Doch Sarai schloss schnell das Tor, was zu einem verzweifelten Wutschrei der Warlock of the Fiend führte, die sich wütend auf Sarai stürzte. Nach und nach fielen die Kaffar, doch die Sire of Insanity wütete zwischen Kestos und Rose, sodass beide beinahe fielen und nur durch den Ast aufrechterhalten wurden. Doch auch Sarai überlebte einen Finger of Death vom Warlock nur knapp.
Schließlich knüpfte Kesus mit letzter Kraft die Sire of Insanity, während Sarai den Warlock in die Knie zwang. Schnell türmte die Gruppe aus der Kammer, die sich immer weiter mit Blut füllte. Allerdings mussten sie nun an den Fortsätzen, die sie anfangs ignoriert hatten, vorbei, wobei Sarai diese zunächst verbrennen wollte. Doch Vos rannte direkt durch, wurde gepackt und angefangen ausgesaugt zu werden. Kistos konnte sie gewaltsam von den Tentakeln wegzerren und Sarai verbrannte schließlich die Dinger. Schlussendlich konnten sie aus dem Hinterausgang des Monsters ploppen und sahen, wie der riesige Krokektoek in die Tiefe stürzte, also dieses wurmartige Wesen. Die Gruppe hetzte in die Stadt und sah hunderte von Leichen von Kafar, Zivilisten und Wächter, dessen Blut die weiße Stadt tränkte. Am Sitz der Enel trafen sie auf Karak, der ihnen berichtete, dass die übrigen erledigt wurden. Plötzlich kam Kesus auf die Idee, nach Kathryn zu sehen. Am Sitz ihres Hauses musste er feststellen, dass ihr Anwesen zerstört war und ihre Pferde getötet, sie jedoch am Leben war. Er konnte sie überzeugen, den Angriff zu nutzen, um heimlich von zu Hause zu verschwinden, um mit ihm zu kommen. Gemeinsam machten sie sich auf, abermals die Nanette zu treffen. Session 86, ein neues Ziel. Bevor sie bei der Nanette eintrafen, untersuchte Raus den blauen Edelstein, den sie im Magen der Bestie bei einem elfischen Skelett fand. Als sie den Stein ins Sonnenlicht hielt, bildeten sich feine Linien ab, die wie eine Art Karte aussahen und nach Süden zeigten. Sie fragte Sarai und beide vermuteten, dass der Stein auf Karasmar, die Elfenfestung, die tief im Yester-Taure lag, deutete. Bevor sie den Saal der Nanette betraten, konnten sie einen aufgebrachten Fenkern hören, der einwarf, dass es Reiche geben würde, die derzeitige Schwäche Karas-Galad ausnutzen würden. Bevor der Streit eskalieren konnte, begab sich die Gruppe in den Saal und lief beinahe in die Arme von Fenkern, der aus dem Saal stürmen wollte. Vos fing ihn noch ab und zeigte ihm den Edelstein. Er bestätigte, dass der Stein wohl nach Karasmar zeigte, konnte sich jedoch nicht vorstellen, warum, da Karasmar aus eigenem Schutz versteckt lag. Die Nanette selber bedankte sich für die Hilfe der Gruppe während des Angriffs der Dämonen und bestätigte, dass sie des Silbersterns würdig seien. Leider könne sie aufgrund der Zerstörung und der vielen Toten in der Stadt nicht Wächter mit ihnen schicken. Zudem würde sie Boten in alle Reiche losschicken, um die Herrscher vor den Dämonen und der Gefahr Obsidians zu warnen. Nachdem die Gruppe erzählte, dass sie als nächstes Sarais Vision folgen und in die schneegehüllte Stadt aufsuchen wollten, berichtete die Nanette, dass Glonau und die umliegenden Städte und Dörfer seit einiger Zeit sich abgekapselt hätten und keine Händler und Boten mehr über den einzigen Pass, der über das Ternia-Gebirgskette führte, den Barkuk-Pass, mehr nehmen dürfte. Die Gruppe entschloss sich dennoch, über den Pass zu gehen und sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, in der Sorge, dass Obsidian seine Hände im Spiel hätte. Bevor sie aufbrachen, bekam die Gruppe Pferde gestellt, doch auf die Verneinung, dass sie sich in der Kammer an den magischen Gegenständen bedienen durfte, reagierte Rose schmallippig und verließ den Saal. Vos und Kestus wurden verabschiedet und Adlana hatte das Gefühl, dass sie bestimmte Sachen in Zukunft brauchen würden und gab Kestus mehrere Fiolen heiligen Wassers und Sarai den Zauberspruch Moonbeam. Zusammen mit Kathryn, die sie von nun an begleitete auf der Reise und für sie koch, machten sie sich auf, Karas-Galad nach Osten zu verlassen, um den Baku-Pass zu erreichen. Nach einigen Tagen Reise trafen sie am Wegesrand ein weinendes, verdrecktes Mädchen, das sie um Hilfe bat. Ihr Haus sei von Banditen überfallen worden und ihre Mutter gefangen gehalten. Die Gruppe zögerte kaum und ließ sich vom jungen Mädchen namens Mera im Wald zu ihrem Haus führen. Da die Fenster verriegelt waren, rief die Gruppe laut, dass sie die Banditen ergeben sollten und da niemand reagierte, öffneten sie die verschlossene Tür und stürmten in das Haus. Das Haus schien heruntergekommen, doch sahen sie am Ende des Flurs eine um Hilfe schreiende Bauersfrau von einem Banditen ins Nebenzimmer gezogen werden. Sie stürmten den Flur entlang, wurden jedoch von weiteren vorbereiteten Banditen aus Nebenzimmern angegriffen und auch die Eingangstür wurde von außen verschlossen. Im engen Haus entbrannte ein Kampf und trotz zahlenmäßiger Überlegenheit wurden die Banditen nach und nach ausgestaltet, bis Kesus und Rose den Anführer und der Meras Mutter gegenüberstand. Plötzlich öffnete sich hinter Sarai, die noch im Flur war, eine zuvor verschlossene Tür und ein Zombie sowie ein Nekromant griffen sie von hinten an. Während Sarai beide verbrannte, versuchte Kesus Meras Mutter zu retten, doch diese probierte ihn für den Anführer der Banditen festzuhalten, scheiterte aber. Vos verstand, was vor sich ging und konnte durch einige Parkour-Moves hinter den Anführer der Banditen springen, jeden töten und Meras Mutter K.O. schlagen. Schnell rannten sie nach draußen, wo Mera mit einem blutigen Dolch neben einer auf dem Boden liegenden und schwer verwundenen Kathryn stand und überrascht war, die Gruppe lebend zu sehen. Sie versuchte wegzurennen, doch Vos gab ihr eine so heftige Ohrfeige, dass ihr Genick brach und sie tot zu Boden fiel.
Sofort flößten sie Catherine einen Heiltrank ein und konnten sich stabilisieren. Kessus ging daraufhin ins Haus und köpfte Meras bewusstlose Mutter. Anschließend untersuchte Sarai den Nekromant und fand eine Notiz, die mit einem schwarzen Schlangensymbol versehen war. Dort hieß es, dass ein Ritual schief ging und mehr Leichen besorgt werden sollten. Sie verbrannten das Haus und machten sich auf den Weg, ihre Reise fortzusetzen. Und somit endete das Kapitel 11. Bis zum nächsten Mal.